Servus Leute, ich bin's wieder, Dominik von Shisha TV und heute stelle ich euch den heiß begehrten Absonnen-Tabak vor. Ja, der Tabak mit der Raupe. Kurze Sache erstmal zum Preis, Leistungsverhältnis sage ich mal, 200 Gramm für 12,90 € und für alle Leute, die jetzt denken, oh, das ist ja nur ein Anführungspreis, der Preis bleibt. Ich habe mich mit dem Hersteller in Verbindung gesetzt und er hat ganz klar gesagt, der Preis bleibt definitiv bei den 12,90 €, was einfach ultra geil ist, weil die Bewegung in der Szene jetzt mittlerweile nur noch war, dass der Tabak immer teurer wurde. Wir haben zwar selten jetzt Hersteller gehabt, die über die 20 € Marke kamen, aber alle so um die 15-16 €. Und das finde ich cool, dass ein Hersteller sagt, nee, wir setzen mal die 12,90 € an. Gab es ja schon mal ganz am Anfang, ich würde sagen vor 4 Jahren circa bei Alwaha. Da hatten wir auch unter 13 € auf jeden Fall den Preis. Da kam ja erst die Preiserhöhung. Wissen viele von euch wahrscheinlich nicht, aber ja, wir hatten mal einen günstigen Tabak auf dem Markt. Und ja, jetzt haben wir halt eben den auf dem Markt für 12,90 €. Finde ich cool. Die Dosen erinnern auf jeden Fall an Start Now. Sind aber durchsichtig in dem Fall. Also kann man ganz cool auch alles durchsichtig so durchsehen. Finde ich cool gemacht. Die Raupe, wer kennt sie nicht? Also ich bin jetzt kein Alice im Wunderland-Fan, aber das ist diese Raupe aus dem Film. Und ja, also ist ein schönes Logo. Die Raupe, glaube ich, hieß in dem Film auch Absolmen. Deswegen, ja, der Tabakname eben ist ganz cool durchdacht. Die Sorte, die ich euch heute vorstelle, ist Cool Melon. Und ich habe noch eine weitere Sorte zugeschickt bekommen, Dr. Fumanchi. Also ganz komische Namen teilweise mit dabei. Ja, grundsätzlich erstmal zu der ganzen Sache, das ist doch eh nur ein Start-Now-Abklatsch. Definitiv nein. Das Ganze wird im gleichen Werk mehr oder weniger produziert. Das hat mir der Hersteller auch gesagt. Und der Importeur ist auch Start-Now. Also hier kreuzen sich auf jeden Fall die Wege irgendwo. Allerdings sind die Aromen und der Tabak ein anderer. Also dementsprechend ist es kein Start-Now. Ich nehme mal an, ein, zwei Sorten werden vielleicht etwas ähnlich schmecken, weil die Kombination ähnlich ist oder die Mischverhältnisse von den Aromen ähnlich sind, weil halt einfach die direkte Arbeit mit Start Now eben vorhanden ist und dementsprechend da halt eben ein bisschen abgeschaut werden kann. Aber finde ich jetzt nicht schlecht, weil ich sag's mal so, Start Now hatte auch schon auf jeden Fall Höhen und Tiefen. Ich würde sagen, gerade am Anfang eher Tiefen und jetzt erst in den letzten 2 Jahren auf jeden Fall gute Höhen. Und dementsprechend kann der Hersteller Absolmen quasi aus den Fehlern von Start Now lernen. Also deswegen würde ich sagen, Leute, ich würde nicht die ganze Zeit nur darauf gehen, oh, ist nur Start Now Abklatsch, sondern ja, es ist quasi ein neues Produkt, was mit Start Now zusammenhängt, kann man so sagen. Ja. Das erstmal vor. Ja, des Weiteren wird es immer wieder so Partys geben in verschiedenen Shisha-Lounges in ganz Deutschland. Da werden dann quasi nur Absolmen-Sorten geraucht und das alles kostenlos. Absolmen zahlt alles quasi, alles auf den Nacken von Absolmen. Finde ich auch eine coole Sache, also sprich, wenn du quasi dir diesen Tabak nicht kaufen willst, kannst du auf so eine Party gehen, dort quasi verschiedene Sorten rauchen und im Nachhinein sagen, okay, das hat dir geschmeckt, das kaufst du dir oder eben nicht. Ja. Gut, kommen wir erstmal jetzt zum Schnitt von dem Cool Melon. Das Ganze ist ein ganz normaler Schnitt, also jetzt nichts krass Grobes, nichts krass Feines, es ist ein mittelmäßiger Schnitt für einen Tonkopf oder andere Köpfe auch ausreichend. Vom Geruch her, ich rufe das Ganze wieder zu, natürlich. Vom Geruch her ist es auf jeden Fall eine Melone. Ich finde, vom Geruchlichen geht es auf jeden Fall auf eine Wassermelone. Soll auch auf dem Logo steht es hier auch so, also auf das zu sagen, ist auch so eine Wassermelone abgebildet. Also das Ganze erinnert auf jeden Fall an eine Wassermelone mit einer Mentholnote. Ja. So, wie schmeckt das Ganze? Das Ganze schmeckt auf jeden Fall leicht mentollastig, sage ich mal. Fast schon so ein bisschen Kaugummi-mäßig, könnte man meinen. Und ich finde, es ist auf jeden Fall eine Wassermelone, definitiv. Aber irgendwo finde ich, ist vielleicht noch ein klitzekleiner Bestandteil von Honigmelone, finde ich, weil es sehr süßlich schmeckt. Also so würde ich es jetzt herausschmecken zumindest. Ja, auch wenn es nicht so ist, aber ich finde, es schmeckt so. Ich finde die Kombination gut gewählt. Es schmeckt lecker. Auch wenn ich jetzt kein riesen Melonenfan bin, wie ich neulich in meinem Video gesagt habe, aber der geht völlig klar. Und ich bin generell auf andere Sorten auch gespannt, wie Trumpberry oder wie war es, Iced Tea quasi.
Oder auch ein Tabak, der quasi dem Tingeltangel nachempfunden ist. Also Absolvent bietet einiges. Dementsprechend bin ich auf jeden Fall auf neue Produkte gespannt. Dankeschön nochmal für den Pulli hier. Den werde ich jetzt auch ab und zu mal in ein, zwei Folgen hier tragen. Gerade wenn ich halt Absolvent vorstelle. Ich würde sagen, das war's auch schon wieder. Lasst ein Abo da, liken, teilen. Ciao!